Hallo und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Heute im wunderschönen Italien, im Monza, einer meiner Lieblingsstrecken. Hab auch im Training festgestellt, sechster Platz. Und das jetzt auf keiner, obwohl doch im Qualifying Programm war. Das ist in Ordnung, bin ich sehr zufrieden. Da bleibt man jetzt auch, würde ich sagen. Weil es ist Monza, es ist schnell. Ich mag schnelle Strecken, das ist einfach so. Deswegen würde ich sagen, Punkte gibt man nachher aus, wenn wir im Ding sind. Wie soll ich sagen, im Hauptquartier. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach, wie gesagt, das Qualifying. Weil Punkte möchte ich jetzt nicht rausballern. Die meisten Sachen, die ich jetzt kaufen kann, sind eh teurer als 1100 Punkte. Und deswegen, ja. Nur nicht wundern, falls ich mit anderen Leuten noch rede, die nicht im Raum sind. Ich habe Twitch hier offen. So. Beziehungsweise ich stream das nebenbei und nehme es auf. Perfekt für die Karriere. Ah, Mann, ist eine schöne Strecke. Eine wunderschöne Strecke. Die früher viel cooler aussah, aber die kann man hier nicht fahren. Aber in anderen Spielen kann man die fahren. Das hätte Corsa Competizione zum Beispiel, oder generell, das hätte Corsa, glaubt. Ja. Ja, Shillock sagt, hi YouTube. Sehr gut. Genau, Autoeinstellung. Ja, das laden wir mal, damit ihr seht, wie es heißt. Es ist das Pizza di Monza. Ich hoffe, das passt und das gibt irgendeinen Sinn. Mal gucken, Autoeinstellung. YouTube sagt Hi Shilox, Hi YouTube. Ich kann ja machen das mal so. Reifenauswahl den hier. Jo. Ab zur Strecke. Schauen wir mal. Das kann man auch mal auf Twitch auschecken. SCH LLUX auf Twitch eingeben. Fällt denn, Dude? Meine bessere Hälfte im Formel 1 Cockpit. Leck, leck, okay. Schauen wir mal. Ich werde nochmal rankommen. Die letzten sind aber auch echt schwierige Kurven. Zwischen neu starten, ja. Mein Gott, was war das denn gerade? Autoeinstellung. Keine Ahnung, fahren wir zu wenig Benzin wie möglich. Genau, geht zur Strecke, geht zur Strecke. Nee, gerade eben nicht. Jetzt nochmal konzentrieren. So wird ja das Training nicht so viel aussagen. Hinein, jetzt wird Brücke. Jetzt wird Brücke.
Er ist Sechster. Also die Richtung. Sechster, so. Hat man nämlich ein Ding auch schon, und zwar, dass man heute 22 wann die 6 angezeigt hat. Sehr gut, sehr zufrieden. Was habe ich gesagt? Im Training ist was anderes, ne? Und dann drehe ich doch hier auf. So. Sehr gut. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top. Bottas geschlagen. Vettel, Leclerc und Lewis Hamilton. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Mich, was ist die Vier-Gang-Kurve? Was ist die Vier-Gang-Kurve? Kommt so weit raus, deswegen. Lesmo 2 meinst du, das kann sein, ja. Das kann sein, da gebe ich dir vollkommen recht. Lesmo 2 ist. Ist aber eine komische Kurve. Egal. Rechts auf die lange Gerade. Ah, okay. Ja. Ich weiß ja, wie du meinst. Gegengerade, oder? Ach, die Kurve, okay. Ja, Lesmo. Lesmo 2 nennt sich sich, genau. Aitken auf 20 ist okay. 1,23, was bin ich gefahren? Uiuiui, 1,22. Ja, schön. Gut. Mal einen Schluck trinken, liebe Leute. Ich wundere jetzt, dass in dem Griff auch Wasser drin ist. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Weiß ich nicht, das Rennen ist erst morgen. Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Boah, gib mir gleich so Brocken vor. Mein Gott. Da ich ihn aber nach mag, nimm halt Lando. Bei Lando. Was ist das Geheimnis Ihres Qualifying-Tempos? Großartiges Team und Auto, bla bla bla. Und dann sagen, hey, wir haben einfach das Chassis verbessert in 2 Punkten vor dem Rennen. Und hey, Lando, ich mach dich gleich mal blöd an. Deinen Stand nehme ich gerade. Zappaul, danke Michi. Ja, schauen wir mal. Wir haben ein paar Teile, die leichte Verbrauchsspuren haben, aber ist in Ordnung. Nächste Rennen ist Singapur. Da werde ich nochmal austauschen. Ja, bei Singapur bin ich nicht gut. Genau, KI-Stufe ist eigentlich in Ordnung. Monster bin ich generell immer schnell geflogen. Wo ich wieder so 5 Leute überholen kann, wie in der zweiten Saison, ne, ersten oder zweiten Saison, 2019. Das war lustig. Das war sehr lustig. Statt Ziel nochmal 5 Leute überholt, die so nebeneinander gehangen sind. Das war ganz cool. Ja, habe ich ihn jetzt auf jeden Fall. Erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so gut verstehen. Ja, so, Jutta. Der Stand von F und E-Baum. Leider. Aber kurzfristig vor Haas und dann wieder weg. Genau, jetzt haben wir auch ein paar Punkte fürs Team. Renault wird man nicht schlagen können, aber wir werden vielleicht von Alpha Tauri wegziehen können. Und vielleicht Ricciardo überholen. Ich glaube eher nicht. Na gut, auf ins Rennen. Ha! Das rote T-Shirt irritiert mich total. Ich habe schon lange kein rotes T-Shirt mehr gehabt. Ich habe eins. A, es ist zu klein und B, ist ein komisches Motiv drauf. Meine Eltern haben irgendwas gesagt. Die Farbe vom T-Shirt ist geil, aber das Motiv ist. Wenn Eltern Sachen im Urlaub kaufen. Aber wo ist Urlaub? Wir kommen in Italien. Wir melden uns wieder einmal aus Italien für eine weitere Runde der Formel 1 WM. Was für ein fantastisches Rennen wird uns wohl heute hier erwarten auf der ältesten Strecke im Formel 1 Kalender. Das erste Rennen fand hier cool. Bereits 1923 statt. Oh, übrigens erst 100 Jahre Monza, nein, ist 20 Kilometer nordöstlich von Mailand und beim Monza Circuit können wir uns auf Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 346 km/h gefasst machen. Eine 5,79 Kilometer lange Strecke, 11 Kurven und 7 davon Schikanen mit offenem DRS und dem Windschatten des Vordermanns, da sollten heute jede Menge Überholmanöver zu sehen sein. Für den Grand Prix werde ich heute erneut von Stefan Römer unterstützt. Jetzt würde ich gerne mit dir über Lewis Hamilton reden. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen.
Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Ferrari, die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Verstappen, Alexander Albon, Richter, Ricciardo, Bottas, Raikkonen und Esteban Ocon. Norris, Perez, Antonio Giovinazzi und Stroll. Sainz, Gasly, Dani Quert und Kevin Magnussen. Aitken, Russell, Latifi und Romain Grosjean befindet sich am Ende der Startaufstellung. Sehr gut. Und jetzt, Aitken, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Michi, vor Bottas. Ist ja geil. P3 vor Bottas, schauen wir mal. Strategie, 7 Runden die und 6 Runden die. Okay, nehme ich an. Einzige, was ich mache. Jawohl, nee, die Strategie fahre ich diesmal nicht. Ist so viel ins Minus gehe, weil ich jetzt so viel auf Fett fahren. Das macht keinen Sinn. Ja, bleib mal dabei. Genau. Here we go. Ich habe übrigens die Kupplung nicht an hier im Karrieremodus, warum auch immer. Da tritt Bull vor uns. Jetzt, weil ich so weit vorne gestartet bin, ist keiner gewesen, glaube ich. Ja, vom P3 auf P3 geblieben. Darauf beruht auch ein Großteil meiner Punkte. Von den 36 habe ich 15 allein den Kanal geholt. Das ist brutal. Kanada hat auch eine schnelle Strecke, ne? Ja, ich glaube, mit Frankreich und Österreich viel Glück mit 2-6 Plätzen. Oh, 16 Punkte. Ja, die hier muss ich besser fahren. Das ist meine schwierigste Kurve für mich hier. Immer noch so lustig, dass ich einen stärkeren Motor habe als Renault. Mit demselben Motor. Und ich habe nicht großartig was verändert. So, Bruno. Jetzt bin ich auf den Start gespannt. Das war das Chassis. Nee, der Motor ist besser. Sonst ist das Auto besser von Renault, aber der Motor ist besser. Aber hier ist das Chassis jetzt besser für dieses Rennen, ja. Sehr gut, so wollte ich das. This is what I like, this is what I like. P5 for you, Paul. P5 for you. Okay, that's a good start. Keep it up. So, ne, ich danke für die Spende für Keller, ey, hat er auch was wieder zu futtern. So, ne, überragender Fahrer.
Das ist gleich mit Controller sogar. Wo sieht denn aus? Sonic, du wirst auch auf YouTube sein. So, notgedrungen, ne? Ich weiß nicht, was sieht man so aus im Liga-Rennen nicht. Der Gott schreibt nicht hier, ja. Das ist wahr. Nee, sagt er. Rest lese ich dann in der Box kurz. Jetzt konzentriere ich mich jetzt erstmal links, aber ohne haltet euch ruhig mal. Das wäre Benzin mit dem Sohn. Bottas kann ich gerade schön auf Abstand halten. Es geht eigentlich. Und Verstappen zieht mir regelmäßig gut mit Windschatten, der ist. Und ich stärke ein Auto, das ist klar. Das hat seine Probleme. Aber typisch Mercedes, ne? Die haben immer Probleme hinterherfahren. Wenn sie frei fahren können oder was ist, dann sind sie gut. Du hast an ihre Aero in der verwirbelten Luft nicht gedacht. Na gut, das Auto ist auch dafür gemacht, ja, Erster zu werden. Seconds.
Vielleicht der Kurvenausgang. Dass der Valtteri da rankommt. Okay, Gap ahead is 4.7 seconds. Vielleicht Zeit liegen lassen. Schauen, ob heute noch jemand ausfällt. Vettel's in first place. Das interessiert mich so gar nicht. Das ist keine Konkurrenz für mich. Das weiß ich nicht für ihn. Ja, er ist einen Tick zu früh aufgemacht, shit. Ja. Der Gamster flying viel. Oh, Walter, wie. Box, box, we're coming in this lap. Klar, ja, bring einen ganzen Schwung Leute mit bald, der ist in Ordnung. Ich hab dich nicht auf die Party eingeladen, deine Freunde eigentlich auch nicht, aber okay. Aber nun unterkommen? Gerne. Jetzt aber nicht auf der Couch setzen und zieht die Schuhe bitte aus. Mach den Deckel bitte runter, wenn ihr zum Klo geht. Yes. Erste Mal am Tag heute. Wow. I enjoy it. Hey, komm ran. Battery, what's going on? Ja, das ist jetzt, wo wir in die Box gehen. Gutes Rennen gefahren. We have five laps of fuel remaining. Okay. Gute Nacht, Michi. Schön, dass du da warst. Bahrain, ja, bin ich gespannt. Nächst am Sonntag. Release, release. Sehr gespannt. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Der Dino heißt.
Fühlt sich so gut an. Ich bin auf den Softs, aber komme nicht wirklich weg. Das durchfeuern hier. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to next. Yes, Frau Bottas. Kann ich da minimum einen ausfahren? There's 5 laps of fuel remaining. Virtual safety car deployed. Slow down and maintain a positive delta. Virtual safety car is deployed. Just fitted the hard tires. Car behind, running hards. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Okay, clear. Okay. Was war drin? Ja, ein bisschen Probleme der Valtteri, aber nicht schlecht. Ja, ein kleiner Fehler und das war's. Hier sind noch ein paar Leute in der Box, okay. Er hat genießen noch ein paar in der Box. Sogar. Sehr schön, 10 Punkte waren ganz cool. There's 3 lamps of fuel remaining. Ja. Und haben 4 Benzin auf Reserve. Mit H. Our gap to the car in front is 9.2 seconds. Was hat Bottas? Keine Power da hinten oder was? Warum hat nicht einfach ein Auto vor uns ausschalten können?
jeden Fall, ja. Also ich klipp den auch nochmal, schick den in die Gruppe. Okay, focus. We need to stay on form. Valtteri! Super verharrt, okay, das erklärt einiges. Bitte neu. Das dann noch mal überholen können. Das dann graben können. Das ist der. Gute Nacht, Sonic. War cool, mit dir wieder zu fahren. Auch wenn es bloß eineinhalb Runden waren. Fast zwei. Das ist ja interessant. There's only one lap of fuel remaining. This is your final lap. Das ist eigentlich viel Power, der Mercedes eigentlich hat, ne? Komm, bleib weg, Alter. Gewinnt wahrscheinlich oder jo. Okay, pick up rubber. P6, nein, P5? Nein, P6, okay, lass mir gerade. Sechster Platz. Oh, nice, Hamilton, Alter. Wie viele Punkte ist eigentlich vollkommen? Ein Platz oder was? Immerhin, 8 Punkte. Yes. Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen war das. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Sehr schön. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Leclerc wieder auf dem Podium, Verstappen, okay. Also Hamilton ist eigentlich schon safe Weltmeister, ich glaube, der ist ewig weit vorne, können wir gleich mal gucken. Aber wir haben uns auch Punkte geholt, sind Anzahl 8 Stück. Nice, bin jetzt wieder vor. Und Zweck von Alpha Tauri. Näher von einem Ricciardo, ich weiß gar nicht, wo der gelandet ist. Sehen wir gleich. Das sehen wir gleich nochmal. 1300 EP. Wow, in 35 Punkten. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages?
ohne Frage Lewis Hamilton. Er hat heute einige selbst für ihn beeindruckende Kunststücke auf der Strecke vollbracht. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Alfa Romeo, das mit einem guten Resultat in der Meisterschaft einen Satz nach vorn gemacht hat. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgeregt nach diesem Formel 1 Rennen. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Mal guckt. 2 Punkte noch zu Ricciardo und 4 zu Perez. Wo ist Perez gelandet? Aber gucken wir mal, die Konstrukteure. Gut, da sind wir eigentlich, wenn es nicht mehr großartig irgendwas schief geht, da sind wir schön im Ding drin, ne? Auf dem 7. Platz. Renault wird schwierig zu kriegen. Ocon ist bärenstark. Wo ist der Gedanke genau hinter mir? Ja. Ja. Bottas gutes Rennen gefahren. Genau. Perez hat gar keinen Punkt geholt. Okay. Racing Points gar nicht, gell? Ne, wo ist Ding gelandet? Aitken ist auf 90 konstant. Okay, genau. Russell ist ausgefahren. Sehr gut. Dann schauen wir uns mal die Highlights an. Und dann. So, ne? Auf zu Claire, die sich sagt irgendwas. Amazing performance out there, sagt sie mir. Na, gar nicht, okay. Norris 3-3, sehr gut. Ja, Norris hat ein schwieriges Rennen gehabt heute. Tie Hammer. Oh, 612.000, sehr gut. Oh, Edgen. Geil. Geld. Ich mag Moneten. Sehr gut. Oh, jetzt steht dann Singapur an. Ah, gut, mit einem guten Setup vielleicht kann ich was rausholen. Dann muss ich probieren. Ich muss Singapur auch üben. So, jetzt haben wir ein bisschen Ressourcenpunkte. Das ist F&D reicht. Ah, nee, das würde ich gerne lassen. Hier noch irgendwas investieren. Motor würde ich auch erstmal nichts ändern. Wenn dann bloß Chassis oder so. Teil ausgelastet, echt? Wow. Dann gehen wir aufs Chassis. Was kommt hier? Was ist das? Wärme ableitende Felgen? Monocoque-Struktur. Ja, Monocoque ist mehr für selben Preis. Ja, dann hau rein. Ist fertig auch vor Japan. Okay. Gut. Ach stimmt, wir kriegen jetzt noch ein Ding, ja? Ein Upgrade für eine Abteilung. Ja, ja. Jetzt kommt sogar schon eine Woche früher das Ding. Ah, genau, weil wir Ding verbessert haben, ne? Geschwindigkeit. Ja, wir holen wieder gut auf Haas. Anpassung, was habe ich denn da? Eine Geste. Nee. Sieht mich eh nicht so schnell im ersten Platz so. Okay, ja, stimmt, nicht mehr kommt sowas auch noch. Man müsste ja Platz 7 und Platz 10 ist in Ordnung. Was haben wir denn hier eigentlich geholt? Durchschnittsplatzierung 11, Krit-Durchschnitt 12 ist auch in Ordnung. Ein Podium, ja, es ist in Ordnung. So, Aktivitäten, haben wir ein bisschen mehr. Ja, Chassis und Aero ist wichtig. Jetzt haben wir hier Reaktionstraining noch. Ja, ist ein Platz frei, ist in Ordnung. Dann tun wir was für die Abteilungen, die ich gerade brauche. Aero und Chassis und einen Fahrer aufwerten. Das ist ganz gut, dass Aitken besser wird. Hoffentlich. Dann habe ich hier Nachrichten. Dann schauen wir mal weiter. Schwerpunkt der Aero ist auch nochmal besser. Schreit hier vielleicht ein bisschen. Ah, meine Haltbarkeit verbessert. Sehr gut. Und Singapur steht an. Eieieiei.
haben doch irgendwo, haben wir noch. War das hier die allgemeine Haltbarkeit? Nee, hier. Was kann ich da ausgeben? Herstellung. Mit Ressourcenpunkte gehen erst nicht. Da hätten wir halt fast ein neues Update, ne? Das sind auch 6 Punkte, okay. Naja, gut Geld, ne? Weiß natürlich hier Chassis. Irgendwo Ressourcenpunkte erzeugen in der Aero. Hm. Und die Bauzeit noch verbessern. Haben wir zwar wenig Kohle, aber wir kriegen ja zum nächsten Mal wieder viel Geld. Ja, komm, das machen wir. Ja, komm, mal die Bauzeit auch noch. Die haben wir dann bis zum 22. September. Ja, ist in Ordnung. 80.000 kosten mich die. Ja, ist gut. So, Ressourcenpunkte kriegt man so von denen. Das ist in Ordnung. Schon mal F und E. Das kostet 1100. Das kann ich noch gar nicht machen. Ich kann gar nicht so viel machen, ne? Bei einer Abteilung bin ich dann deutlich weiter teilweise. Müssen sie aber trotzdem gut ausbauen alles. Okay, okay, okay. Ja, dann. Ja, sehen wir uns das nächste Mal in Singapur. Ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Wenn ja, lasst einen dicken Daumen nach oben da. Einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt, ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wir sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder in Singapur. Bis dahin. Servus und Fütü.